Und weiter geht's mit den Bienchen. Ich zeige dir heute, wie wir diese Karte zusammenbasteln und alles noch fünfmal umändern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist Manny von Manny's Bastelshop. Ich habe mal wieder eine neue Bienenkarte. Die hatte ich ja ausgestanzt, als ich dir erklärt habe, wie du die Stanze handhaben sollst oder handhaben kannst, wie es am besten funktioniert. Und heute kommt da mal noch eine neue. Also ich habe ja noch ein paar Blumen liegen. Mal gucken. Als erstes, die Bienen habe ich mir gestern übrigens schon zusammengeklebt. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Du kannst übrigens auch zwei Flügel ausstanzen und dann sie so versetzt, dass sie dann aussieht wie eine Fliegebiene. Also den Bienenstock werde ich dem Gelb machen. Die Bienenwabe mit dem etwas dunkleren oder nix aus beiden. Und da werde ich den Mittelteil, den werde ich braun einfärben. Erstmal gelb. Also das ist jetzt das Dunklere. Also das muss ja auch nicht überall die Farbe sein. Das reicht ja so, wie das angedeutet. Das ist praktisch, dass das Ding hier in der Mitte Loch hat. Kann man schön die Mitte ausverwischen. Sehr praktisch. Und dann, glaube ich, wird das eine relativ schnelle Karte. Kolorieren gab es nichts. Wenn, hätte ich das ja sowieso schon gemacht. Dann eigentlich nur noch aufkleben. Fertig. Ich glaube, so lasse ich das. So, da hatte ich gesagt, braun. Also ich habe jetzt auch nicht hier großartig ausgemessen, weil das sollte ungefähr der Mitte sein. Und wenn das jetzt etwas größer ist, ist es ja auch egal. Die Bienenwabe ist ja relativ groß. Und dann nehme ich jetzt einfach immer wieder Farbe und gehe so ganz leicht auf die Karte drauf. Also ich tue hier auch, meine ich habe zwar meine Finger hier drauflegen, aber ich wende jetzt keinen Druck aus. Sollte genau passen, oder? Sieht zumindest so aus. Und das muss ja jetzt auch nicht so extrem gleichmäßig sein. So, dann ist der Teil schon mal fertig. Und jetzt außenrum noch Türkis. Und dann hänge ich gerade in der Farbe drin. Was ich hier noch machen werde, mit der Karte hänge ich auch gerade drin. Was ich dann hier noch machen werde, wieder Blitzer verteilen mit Glitter. So, ich glaube, das reicht, ne? Das kommt jetzt hier. Sieht ganz gut aus. Hier kommt jetzt wieder etwas Wasser drauf. Und dann Glitter. Ist schon hier. Bei der Bienenwabe auch noch gelb drauf. Und jetzt alles aufkleben. Geht ja heute schnell. Ich gucke jetzt, dass ich die Bienenwabe hier irgendwie reinbekomme und das Ganze noch schön aussieht. Und das Ganze klebe ich jetzt mit Flüssigkleber auf, denn Klebeband muss hier nun wirklich nicht sein. Das ist auch wieder so ein Ding, hätte ich mir vorher mit Klebeband hinterlegen können, aber gut, habe ich nicht gemacht. Ich klebe das jetzt mit 3D-Foam auf. Ja, ich nehme jetzt 3D-Foam. Also das wird jetzt keine Shaker Cut. Dann geht das Ganze doch schon in Richtung Bienenwabe. Damit ich so einen schönen 3D-Effekt habe. Also ich meine, hier kannst du natürlich jetzt auch noch eine Shaker Cut draus machen. Sie jetzt hier irgendwie mittig aufkleben. Sieht ganz gut aus. Und die Bienchen. Den Text, den werde ich hier unten hinstempeln. Vermute ich mal. Den Honiglöffel. Ich sehe gerade, die Blätter kommen ja hier drüben hin. Oder nee, die Blätter nehme ich bei der nächsten Karte. Ich gucke jetzt erstmal, was ich hier für schöne Stempel habe. Also die Sprechblase habe ich jetzt hier oben hingemacht. Das Heavy BD habe ich da unten hingemacht auf den 3D-Foam. Das klappte für ganz, ganz gut. Ich habe das schon ein paar Mal probiert. Du kannst natürlich nicht jetzt hier mit aller Gewalt aufdrücken, aber das ist im Normalfall ja sowieso nicht notwendig. Und jetzt verteile ich hier die Bienen noch.
Blumen habe ich hier noch. Ich glaube, die verteile ich jetzt hier so außen rum. Fast noch. Da hatte ich ja schon ganz kurz überlegt, das auch mit 3D-Formen aufzukleben, aber dann hätte ich das hier unten hin machen müssen und dann wären ja die Blumen wieder im Weg gewesen. Beziehungsweise die hätte ich dann ja irgendwo anders verteilen müssen. Und die Schleife kommt jetzt hier unten hin. Ja, mit Flüssigkleber geht in sowas, dass man das alles 50.000 Mal verschieben kann. Aber irgendwas fehlt noch, oder? Wir nehmen das. Hier fehlt hier unten noch was. Ich glaube, jetzt weißt du auch, warum ich wahrscheinlich nie eine Clean and Simple Karte hinbekommen werde. Das ist so groß. Und das ist noch größer, der ist kleiner. Ich habe jetzt hier das Herz hingestimmt. Das hat genau hingepasst. Also das war wirklich, sah sogar schöner aus wie das kleine, was ich eben erst gedacht hatte. Ich hatte ja gerade erst gedacht, dass ich das nehme. Und hier oben habe ich jetzt die Banner noch auch hingestempelt. Und die Banner, die werde ich jetzt kolorieren. Da muss ich natürlich etwas schnell sein, weil ja die Farbe wieder anlösbar ist. So, und ich glaube, jetzt ist es wirklich. Jetzt klebe ich die Karte noch auf meinen Rohling auf. Dann war's das für heute. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.